Ich hatte hier nämlich noch heute ein paar andere Eskapaden auf Twitter. Und zwar habe ich vor einem Monat ja so einen Tweet gemacht über... Was war es denn noch? Irgendwas war wieder lost. Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch... Oder was heißt die Idee gehabt? Aber da hatte ich dann auch noch den Tweet über Lost die Serie machen wollen. Und dann dachte ich mir, ja okay, zwei Tweets sind jetzt scheiße. Ich stell einfach 14. November... Tweet-Planung ein. Also man kann ja Tweets planen, was so ein Feature ist, was so richtig seltsam ist. Haben wir schon mal drüber geredet. Und ich habe es komplett vergessen. Ich habe komplett vergessen, dass ich diesen Tweet geplant habe und dass der halt heute droppt. Der ist dann einfach so getwittert worden. Und mir ist es erst aufgefallen, als Moggy mich komplett weggeratiot hat. Für was du lustiger plus Ratio. Ich wurde geratiot für etwas, was ich vor einem Monat gemacht habe. Ich kam auf Twitter und dachte mir so... Was ist passiert? Als wäre ich nach Hause gekommen und meine Haustiere hätten irgendwie alles kaputt gemacht oder so. Ah, es ist schön. Holt euch übrigens Twitter, ist eine super Plattform. Wenn die Leute sagen, es ist toxisch und so, dann gehen sie damit einfach meiner Meinung nach nicht richtig um. Lasst euch nicht auf jede Scheiße ein. Ich hasse es, dass Twitter immer so verallgemeinert wird. Also es ist nicht schlimm, dass es so verallgemeinert wird, weil Twitter ist wirklich so prädestiniert dafür, Missverständnisse und schreckliche... Takes zu haben, weil du eben nur so ein paar Zeichen hast, ne, um irgendwas zu sagen. Aber wenn du es auf Humorbasis einfach nur für den Fun nimmst, für irgendwelche Bot-Accounts, für sowas ist Twitter wundervoll. Twitter kann ganz, ganz wundervoll sein, wenn du es dir machst, wie es dir gefällt. Wenn du nicht auf alles eingehst oder irgendwie nur politisch bist oder so. Wenn du politisch sein willst, alles gut, ist gar kein Stress so, aber es ist logisch, dass da Leute sich am ehesten das Maul zerreißen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man im Verkauf arbeitet, so... An der Kasse von irgendeinem Geschäft oder von einem Restaurant oder McDonald's oder irgendwas, da begegnen dir einfach die Abgründe der Menschheit. Also da kommen dann Leute und Situationen zustande, wo du dir einfach denkst, womit habe ich das verdient? Wie kann sowas existieren? Und ich glaube, das ist so das, was auch bei Twitter passiert. Weil es gibt halt Menschen, die haben dann im Leben, leider, will ich mich gar nicht so drüber lustig machen, aber das ist halt oft der Grund, die sind einsam oder die haben generell irgendwie nicht viel, was sie so treibt oder wissen nicht, wofür sie noch sozusagen vorhanden sind und so und müssen sich dann Dramen und Interaktionen und so leider durch so Negativität oder durch Stress suchen beim Verkäufer irgendwie den Sinn des Lebens so ein bisschen suchen und das ist halt... Ich glaube, es ist bei Twitter manchmal auch so. Du musst dich einfach mit irgendwem anlegen, weil du hast gerade eh nichts zu tun. Du bist auf der Toilette und irgendwie fuckt dich der ganze Tag sowieso schon ab. Und dann schreibt da noch jemand irgendwas, was so halbwegs missverstanden werden kann als menschenverachtend. Und dann musst du das erstmal ausdiskutieren und so. Also, ich finde es auch unterhaltsam. Ich finde die Menschheit sehr, sehr interessant. Ich beobachte das alles immer sehr gerne. Man sollte nur versuchen, diesen My Flash auf Twitter aus dem Weg zu gehen. Ansonsten echt solide Plattform. Man muss halt aufpassen, wem man begegnet. Geht My Flash aus dem Weg, dann solltet ihr auf der sicheren Seite sein, ja. Vor einem Monat warst du lustiger, das hättest du damals nie getwittert. Das ist ja Schwachsinn, das bezieht sich ja auf vor einem Monat. Ich bin ja heutzutage viel lustiger als vor einem Monat, deswegen ist der Tweet von Morgi total veraltet und nicht based. Absolut nicht based. Schlechter Tweet. Mein Tipp für Twitter ist, blockiert Leute, die euch nerven schnell. Hat man eine angenehme Seite. Ja, blockieren kann man machen. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwen blockiert. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt so. Aber ich finde, es ist auch einfach wichtig, sich nicht... Was heißt wichtig? Wenn man das möchte, ist es okay. Aber für mich wäre es komplett nicht relevant, irgendwie zu diskutieren auf Twitter. Außer über sowas wie Serien, Filme. Ja, sobald es da wirklich um heikle Themen geht, reichen die Zeichen einfach nicht aus. Und es ist zu unpersönlich und anonym. Und dann sehen das aber auch Unbeteiligte und so und kriegen da was in den komplett falschen Hals und so. Dafür ist es einfach nicht geeignet. Ob man da jetzt blocken muss oder sich einfach raushält, ist halt eine andere Frage. Klar, man kann Twitter als toxisch und so bezeichnen, weil es so ist. Aber man muss so ein bisschen schauen, die Plattform funktioniert halt genau so. Es ist ja wie so ein Lauffeuer, sollen sich ja Dinge da verbreiten. Und es kommt dann eher auf den Inhalt an, ob das toxisch ist oder nicht. Weil genauso lost wird auch umgegangen mit irgendwelchen Nintendo-Tweets oder mit News oder irgendwie Leaks. Oder irgendwas über Essen, zum Beispiel die ganzen Debatten über Berliner und Pfannkuchen und so, die sind ja genauso vom Konzept her wie so politische Debatten, nur bei politischen Debatten wird es manchmal ein bisschen zu persönlich oder sehr übel, so in den Aussagen oder verletzende Dinge werden gedroppt und so. Und dann wird halt um sich geschmissen, weil man hat wenig Zeichen, also sozusagen immer eine Funktion durchs Liken oder durchs Retweeten, das zu verbreiten und das an die Leute zu schicken, die dann auch auch sich die Mistgabeln greifen und auf den Wagen aufspringen und so. Oder man macht sich über Bratschenspieler lustig, habe ich recht. Oder so. Man muss sich nur seine Nische suchen, seine Timeline anpassen.
dann seid ihr glücklich auf Twitter. Hauptsache keine Politik auf Twitter ansprechen, dann ist alles gut. Ja, wenn du das willst, kannst du es machen, aber wie gesagt, man sollte einfach nur selber gucken, wie diese Plattform funktioniert, anstatt sich dann irgendwie, anstatt so überrascht zu tun und irgendwann zu sagen, oh, Twitter ist so schrecklich geworden und so, als ob das so geworden ist. Klar sind neue Themen da, neue Takes, die damals vielleicht, wo damals noch Dinge geduldet wurden, werden jetzt nicht mehr geduldet und andersrum, aber die Plattform funktionierte schon immer genau so, man muss auf sein eigenes Verhalten auch schauen und nicht immer nur dieses, ja, es ist wirklich schlimm, wie mit Scheuklappen manche Menschen heutzutage denken und so, wir haben früher Hexen verbrannt, also ich glaube, wir sind da schon ganz gut auf einem guten Weg, so. Wird halt von vielen Commentary-Channels im Englischen rein toxisch dargestellt, kann man auch so machen, weil es ist ja so, also, aber jedes Social Media ist komplett toxisch, je nachdem, um was es geht, weil Menschen und der Pöbel einfach so funktionieren, vor allem, wenn sie dann noch so wenig Skrupel haben, weil es halt anonym teilweise ist, oder auch das Gefühl haben, sie sind einer ganz großen Bewegung hinterher oder so, die gestützt wird von allen möglichen Posts, die sie auf der Plattform noch gesehen haben und so. Ich bewerte das auch überhaupt nicht. Man kann das ruhig so nennen, aber ich finde, es hat alles ganz verschiedene Facetten, weil es gibt genauso die Seite. Also ich will damit nur sagen, habt keine Angst vor Twitter. Wenn ihr wisst, wie man damit umgeht oder wenn ihr euch die Nischen sucht, auf die ihr Bock habt, wenn ihr einfach nur über Avatar Content sehen wollt oder reden wollt oder Katzen-Bot-Accounts folgt, dann ist alles gut so. Ich wollte nur sagen, ich liebe Twitter und bin dann darauf gestoßen, dass das viele Leute sagen, Twitter ist scheiße, aus dem und dem Grund. Aber ich liebe Twitter trotzdem, weil dieser Teil von Twitter mir völlig egal ist. Was heißt egal? Ich gucke mir den manchmal an, aber ich bin nicht involviert.